Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist ein bisschen her, da habe ich mal eine kleine Playlist gemacht und habe versucht, alle Pokémon der einzelnen Generationen zu erraten. Ich packe euch die Playlist unten mal in die Videobeschreibung. Und da habe ich mitbekommen, dass man das jetzt auch mit den Attacken aus Generation 1 machen kann. Und ihr wisst, ich bin Gen-Moner, ich liebe Gen 1. Es gibt 165 Attacken. Ich glaube, ich könnte 160 schaffen. Um es mal vorwegzunehmen, wie viel ich glaube, ich könnte schaffen. Ich habe 15 Minuten Zeit. Ich packe euch den Link zum Quiz auch mal in die Beschreibung. Könnt ihr gerne machen und selber machen. Das heißt, ihr könnt es selber ausprobieren und dann hoffentlich auch wieder zurückkommen, Guys. Und zwar werden wir das jetzt einfach mal gleich probieren. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob ich... da läuft auf jeden Fall die Aufnahme. Ich bin sehe schon ein bisschen kaputt aus, aber ich war auch gerade 3 Stunden unterwegs. Oder 3,5 knapp. Deswegen glaube ich, kann man anfangen. Ich glaube, ich muss es einfach nur wieder eintippen. Deswegen, let's fuck. Aber ich werde versuchen, übrigens mal nach der Reihenfolge zu machen. Das heißt, wir fangen mit Boden an, über Drache, Eis, Elektro, Feuer und dann kommt hier unten ganz viel normal. Es gibt sehr viele normale Attacken. Und dann schauen wir mal. Deswegen würde ich sagen, let's go. Okay. Wir haben Erdbeben. Okay, muss ich nur. Geofissur, Sandwirbel. Schaufler hatten wir als Boden. Jetzt haben wir noch 2 Bodenattacken. Fällt mir gerade was ein. Ich glaube, mir fällt gerade keine andere Bodenattacke. Machen wir mal weiter. Drachenwut ist die einzige Drachenattacke. Dann Eis. Eis. Strahl. Weiß. Schreibt man den? Ne, man schreibt den mit Scharfes. Oder mit 2S? Ne, mit Scharfes, oder? Ja, mit Scharfes. Dunkelnebel. Aurora, Strahl, Blizzard. Es fehlt noch eine Eisattacke, aber wir machen einfach mal weiter. Donner. Donnerblitz. Donnerschock. Donnerwelle. Und auch da fehlt jetzt noch eine Attacke. Aber wie gesagt, ich mache einfach mal alle durch. Feuersturm. Flammenwurf. Feuerwirbel. Wirbel, Glut, und da fehlt auch noch wieder eine Feuersturmfeuerwirbel, Flammenwurf, Glut, Licht oder so gab es noch nicht. Machen wir mal mit Flug. Schnabel, nicht Schnabel, Schnabel, Fliegen, Bohrschnabel, Flügelschlag, eieiei, Schlag, ich glaube, Kling schon mal eine normale Attacke, oder? Ja, war eine normale Attacke. Ist jetzt hier unten, okay. Machen wir weiter. Geist hat Nachtnebel, gab's. Nachtnebel. Schlecker. Was gab's noch? Okay, gab doch. Kann, glaube ich, doch ein bisschen closer werden. So, Gestein hatten wir nur Steinwurf und Steinhagel. Gab nur 2 von denen. Gift. Schlammbad. Smog, Giftwolke, Giftstachel, ne, Matschbombe kam jetzt ab 2, mir fällt gerade Komprimator an, weil ich gerade bei Dings bin, Giftpuder, yep, Giftwolke, Schlammbad, Smog, doch schwieriger. Ich habe so viele Kampfattacken, krass. Wir hatten auf jeden Fall Fegekick und Turmkick als Kampfattacken. Karate, ach nee. Oh, Karateschlag zählt hier als Dingsattacke, als Kampfattacke. Wo ist denn Gen 1 ein Dings? Okay, dann kommt bei Windstoß. Windstoß ist eine normale Attacke. Karateschlag war in Gen 1 auch eine Kampfattacke, eine normale Attacke. Das ist fake. Ne, halt Kreuzhieb nicht. Überroller. Überroller hatten wir noch. Machen wir mal Käfer weiter. Hatten wir Blutsauger. Duo-Nadel. Fadenschuss. Und die Nadelrakete. Ha, Käfer kenne ich mir aus. Normal erstmal aus Pflanze hatten wir Megasauger. Absorber. Schlaf,
Puder, Stachel, Spore, Solarstrahl, Rankenhieb, Rasierblatt, Egelsamen, hatten wir Blättertanz. Eine fehlt noch. Eine Pflanzenattacke. Okay, fällt mir gerade auf. Psycho. Wir hatten so viele Psycho-Attacken. Psy-Kraft, dass ich damit anfange. Psy-Strahl. Psy-Welle. Psychokinese. Krass, dass wir so viele hatten. Amnesie. Erholung. Wow. Ohne H. So, wir haben gerade mal 57. Alter, bin ich kacke. Okay, Aqua. Haare, Surfer, Blubber, Blubstrahl, Hydropumpe, nicht die Hydropumpe, Aquaknarre, Blubber, Blubstrahl, Hydropumpe, Surfer haben wir auch. Ich mach mal einfach weiter, was mir gerade noch einfällt. Boah, da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen überschätzt. Okay, wir machen einfach mal Tackle. Kratzer. Schlitzer. Schädelbumme. Klingensturm hatten wir. Wirbelwind war die letzte Flugattacke, glaube ich. Nein, war auch natürlich war es eine normale Attacke. Hätte ja keiner mitgerechnet. So. Hornattacke. Guillotine. Biofissur hatten wir. Eiseskälte gab es noch nicht. Heuler. Kreideschrei. Einigler. Gehen wir die Dings ein bisschen durch. Ruckzuckhieb. Sternschauer. Okay, immerhin will ich die 100 haben, die kriege ich aber überhaupt nicht zusammen. So, Zerschneider. Stärke. Oh, war Blitz die letzte? Ne, war auch natürlich eine normale Attacke. So, dann Mega Hieb. Mega Kick. Kometenhieb. Stimmt, Feuerschlag war die letzte Feuerattacke. Donnerschlag. Und Eishieb, die Elementarpunches haben noch gefehlt. Top 4. Schnapper. War, glaube noch eine Wasserattacke. Ja, Dornkanone. Hypnose. Garados hatte Hyperstrahl. Hyperstrahl hatten wir noch. Rutenschlag. So, Misty hatte Schnabel, hatte Muschas, hatte sonst, glaube ich, nichts mehr. Major Bob hatte, glaube ich, auch nichts mehr. Toxin. Krass, dass es das Ding auch schon so lange gab, fällt mir gerade auf. Schlecker hatte ich, glaube ich, schon bei Geist, ne? Ja. Schleckernachtnebel. 90 von. Okay, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte und haben mehr als die Hälfte. Das ist schon mal ein bisschen was. So, Hypnose hatte ich. Traumfresser. Kratzfurie. Schreibt man so, okay. Furienschlag. Haben wir auch. So, die Evolis hatten sonst, glaube ich, nichts mehr. Aerodactyl bis Flügelschlag, Hyperstrahl hatte auch nichts Großes mehr. Flügelschlag hatte ich schon. Hatte Fegekick, Turmkick. Karateschlag kommt nicht drauf. Klar, Überroller, Turmkick. Galoppa hatte sonst auch nichts mehr. Arcani hatte sonst auch nichts mehr. Eieiei.
Geisterattacke gab's. Ne, Fluch gab's auch noch nicht, aber. Delegator. Fällt mir noch ein Teleport. Muss an bestimmte Monster denken. Wir hatten einen Überroller. Falls ihr gab's, habt schon zwei, wie gesagt. Triplette. Hatten wir. Es gab noch Aquaknarre, Blubber, Blubstrahl, Hydropumpe, Surfer, Schnapper. Es gibt noch drei Wasserattacken. Ab. Eine Konfusstrahl und einen Superschall hätten wir noch. Ketchupen ohne Haar. Ach, Konfusstrahl war sogar die Geisterattacke, okay. So, Superschall hatten wir auch noch. Golbert hatte sonst nichts. Was waren die Bodenattacken? Schaufler, Sandwirbel, Geofissur und Erdbeben. Es gab noch mehr Bodenattacken? Ich würde mir gleich so an den Kopf fassen, Alter, ohne Witz, ne? Ich dachte wirklich, ich krieg da mehr hin. Sabrina hatte sonst, fällt mir nichts ein. So, die Nidos. Body Slam. Slam allgemein und Body Check. Sandama hatten wir. Einigler, sowas hatten wir. Härtner. Wie könnte ich den vergessen? So, machen wir mal weiter. Geduld gibt's noch, weil es war die Themen. Dann Blubstrahl war die. Donnerblitz hatten wir. Megasauger hatten wir. Toxin hatten wir. Psywelle hatten wir. Feuersturm hatten wir und Erdbeben und jeweils Geofissur hatten wir auch, die man da bekommen hat als TMs. Dann gab es Steinhagel, Eisstrahl, gab es Barriere? Ja. Lichtschild. Bodyguard gab es. Schreibt mal Squad. Oder gab es, ne, Bodyguard gab es dann glaube ich erst ab Gen 2. Sie hatten wir auch. Sind jetzt bei 105 und haben noch knapp 3 Minuten, bis mehr als 2 Minuten. Ah. Risikotackle. Risikotackle gab's. Explosion Finale. Explosion und Finale hatten wir. Ah, die sind nach Dings gemischt. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. So, Himmelsfeger. Windstoß. Ach nee, den hatte ich glaube schon, ja. Den hatte ich schon da unten. Der war ja warum auch immer da. Dann Giftpuder. Kampf gab es auch noch so viel. Klammergriff und Klammer. Umklammerung, Wickel. Oh, da kamen noch ein paar, gut. L. M. N. O. P. Es gab noch eine Psychoattacke mit A vor Amnesie. Nur, boah, ich bin echt ein bisschen enttäuscht von mir, muss ich sagen. Vor allem bei Kampf fehlt mir noch so viel.
Was haben wir denn für Kampfwoche gemacht? Hollow. Karate. Fußkick. Fußkick gab's. Doppelkick. Klar, bei Normalattacken fehlen noch ein Haufen. 115 ist jetzt okay, aber ich glaube, es ist unterm Schnitt. Aber vor allem, was für Bodenattacken zwischen G und F, G, H, I. Intensität gab es noch nicht. J, K. Nee, mir fällt nichts mehr ein, tatsächlich. Der Average Score ist nur 59 und ich habe immer einen 7. Knochenkeule, Knochenrung. Oh, fucking Knogger. Geowurf, Konter und Sprungkick. Ah. Kaskade, Krabhammer und Panzerschuss. Agilität war es. Oh, stimmt. Pilzspruch, stimmt, die gab es ja auch schon. Oh. Okay, Knochenkeule, Knochen. Wäre mir Knogger eingefallen, hätte ich es vielleicht noch hingekriegt. Spiegeltrick, okay. Dann Säure und Säurepanzer bei Gift. Säure hätte ich wissen müssen und dann wäre ich ja wahrscheinlich auf Säurepanzer gekommen. Geowurf, Konter und Sprungkick tut natürlich weh. Kaskade, auch krass. Ja, klar, Goldking Signature-Attacke, Krabhammer. Panzerschutz und dann Psycho. Konfusion. Ich habe Konfusion vergessen. Meditation und Reflekt. Den gab es ja auch noch. Idiot, sag Lichtschild und vergess Reflektor. Und dann Aussetzer, Brüller, Doppelteam, Duplexhieb, Eierbombe, Energiefokus, Fuchtler, Genesung. Ich hätte ja gedacht, dass Genesung eine Psychoattacke ist. Ich verstehe noch nicht, warum ist Karateschlag hier bei der Kampfattacke, aber Windstoß ist noch eine Normalattacke. Kopfnuss, Metronom, Mimikry, Pfund, Platscher, Raserei. Ich habe Platscher vergessen. Ich habe die beste Attacke aller Zeiten vergessen. Schwertanz, Schärfer, Silberblick. Staccato, Stampfer, Superzahn, Todeskurs, Ultraschall, Umwandlung, Verzweifler, Wachstum, Wandler, Weichei, Zahltag. Ich glaube, ihr habt halt so das Normale. Also, wie gesagt, der Schnitt war tatsächlich 59 und ich habe 70 geschafft. Von dem her, ich bin wenigstens, ich hebe den Schnitt, aber ich bin trotzdem enttäuscht von mir. Ich dachte wirklich, dass ich so gut wie alle aufzählen kann, aber immerhin beweise ich damit, dass ich mich vor so einem Ding nicht wirklich vorbereite und alles mache, aber Halleluja. Ich habe mit mehr gerechnet. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare jetzt reinschreiben, wie viel ihr geschafft habt. Ich hoffe, ihr habt das natürlich erst, ihr habt das davor gemacht, nicht, dass ich euch jetzt ein paar vorgegeben habe. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist die Playlist verlinkt, wo ich die ganzen Pokémon in den einzelnen Regionen errate. Und ja, es wird noch die ein oder andere Liste hier geben, deswegen lasst gerne ein Abo da und ich würde sagen, man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.